Ich werde mich eher im Hintergrund halten und neben Cella, um ja, ihr Sicherheit zu gewähren und bereit zu stehen, falls sie halt irgendwie sich in Behandlung begeben muss und Albiron kurz abgeben muss. Albiron habe ich ja. Ach so, ja, dann. Ja, ich würde mir die Fresken und Steinmetzarbeiten angucken, wenn mich das interessiert. Ich würde zur Tempelbox gehen, wo normalerweise die Tempelspenden eingeworfen werden und 5 goldglänzende Münzen in den Opferstock werfen. Mich dann zum Altar hinwenden und mich neben einem Mitgläubigen oder Mitbetenden mich in ein Gebet zu Boron versenken und ihm danken für die Hilfe, die er uns in den schwarzen, in der Wildermark oder in der ehemaligen Dapazien geleistet hat. Fien, bist du mit reingekommen? Ja, wieder ganz frech einfach in der Mitte. Könnt ihr erkennen, wie jetzt von links und rechts, von vorne und von hinten jeweils zwei Golgariten auf euch zutreten? Von vorne zwei, von hinten zwei. Die vor allem einmal Rafim und einmal Kiaras in ihre Mitte nehmen. Vor euch steht dann einer der Ordensritter, einer der Golgariten, der euch knapp zunickt, ist nicht ganz 2 Meter groß, hat einen sauber gestutzten Vollbart, breite Schultern. Euch zu, neben ihm wohl seine Kommandantata, eine Dame, die sehr elegant, aber bedrohlich aussieht. Mit den schwarzen Haaren, zu einer Pagenfrisur. Und zum Gruß. Was führt Boron euch zum hierher? Gruß. Ah ja, zum Gruß. Ich bin hier, um Beistand zu bitten. Mit einem Basaltfaustkrieger aus Salanfa? Einem Freund. Einem Freund. So, folgt uns bitte. Gerne. So könnt ihr ihm folgen, ihr folgen. Die Golgariten nehmen euch, wie gesagt, in die Mitte. Und wenn die anderen das erkennen, Abelmir kann natürlich auch stehen und sitzen bleiben, da wird ihn niemand dann wegziehen oder zerren. Voltax kann ebenso stehen bleiben, aber wenn ihr mögt, könnt ihr euch noch anschließen. Ansonsten würden sie in einem kleinen, hinter einer kleinen Tür in die Sakristei dann verschwinden. Ja, ich würde mich anschließen. Ich würde weiter beten. Ich bin da, wo Cella ist. Also wenn Kiara sie jetzt direkt mitbitten möchte, komme ich mit ihr und ansonsten bleiben wir hier. Ja, ich blicke zu dem der Boroni, dass sie andeuten, ob sie zunächst alleine mit ihm sprechen wollen oder direkt. Ja, ihr folgt dann kurz durch die Tür, durch die Sakristei und werdet dann in einen sehr, sehr kargen Raum geführt, wo ein großer Tisch aus Holz steht und mehrere Steinbänke, die an dem Rand eingelassen werden. Das ist sehr, sehr karg. Ihr wisst nicht genau, ob das unhöflich ist oder ob das einfach an dem Boron-Tempel liegt, dass alle Quartiere hier so sehr ungastlich sind. Aber zumindest werdet ihr erstmal hier Platz nehmen dürfen. Steinbänken. Ja, schön, dann setze ich mich doch. Ihr seid also in Begleitung eines Pfeil des Lichts. Unter anderem. Ich vor und auch vorstellen, ich bin von Mersing. Der Schwingführer. Ordensritter. Boron zum Gruße, Major Maga Isarun von Spogelsen. Reihe zum Gruße, Kiaras Karina, Lehrer der Leidenschaft und erster Ritter der Rose. Angrosch zum Gruße, Boltax. Rafim ibn Kanawa von Rommelis, seines Zeichens Silberfaust bei den Basaltfäusten. Eine Freude, euch kennenzulernen. Was kann ich also für euch tun? Was verschlägt euch hierher? Wir sind hier, um die Bohrenkirche um Beistand zu bitten. Meine Freundin hier, Cella, hat in einer Schlacht ihr Gedächtnis verloren. Sie wurde verletzt von einem Brocken aus Unelement und dabei hat sie vergessen, wer sie selbst ist. Ich selbst beherrsche nicht die richtigen Gebete, um ihr zu helfen.
Deswegen sind wir hier, um Boron um Beistand zu bitten, dass sie mir in meinen, dass ihr mir in meinen Gebeten beiseite stehen könntet, ihr zu helfen. Ich fürchte, euer Weg hierher war nutzlos. Ihr habt das Vergessen, es ist zerbrochen. Und nur der Rabe vermag, Gedächtnisse wiederherzustellen, die denn verloren sind. Ich fürchte allerdings, dass der Rabe von Puni euch nicht empfangen wird. Es war, es ist, es wird sein. Borons Segen mit euch. Wir danken in Borons Namen. Ihr dürft gehen. Schwingenführer, auf ein Wort. Er nickt dir zu und geht dann mit dir in eine Ecke des Raums. Bei der besagten Person handelt es sich um eine wichtige Persönlichkeit. Vielleicht mag der Rabe von Punin ihr eine persönliche Audienz gewähren, ohne unseren Beistand, ohne unsere Präsenz. Ist es euer persönlicher Wunsch oder der Wunsch der Eile des Lichts? Es ist mein persönlicher Wunsch. Sie hat eine Aufgabe vor sich. Und richtig erfolgreich kann sie nur sein, wenn sie das wiedergewinnt, was sie verloren hat. Wisst ihr, wer sie ist? Das weiß ich. Nennt mir ihren Namen. Rohaya von Garrett. Du kannst nichts an seinem Gesicht erkennen. Schau dich weiter an. Dann zu Chella. Dreht sich dann um und geht. Wir werden draußen in der Bethalle warten. Gegebenenfalls wird man nach uns rufen. Ja, du hast nicht das Gefühl, dass sich die anderen drei Golgariten jetzt gehen lassen wollen. Weiter vor der Tür, während Ernst von Mersing gegangen ist. Gut, dann eben nicht. Oh, dieser Stein ist aber auch schon bequem. Oh, auf viel unangenehmerem Stein gesessen. Oh, Boruns verstehen es echt. Ah, oh, ja, wunderbar. Schön, dass ihr das genießt, Boltax. Ja. Mein Gemüt hat sich doch aufgeklärt in den letzten 10 Tagen. Ach. Nach 10 Minuten, nach die euch endlos vorkommen, könnt ihr erkennen, wie ein alter Mann beschreitet. Kleidet in Schwarz mit einem kleinen Amulett von Boron um den Hals. Alt, unglaublich alt. Keine Haare mehr auf dem Kopf, aber weise. Tritt er auf den Tisch zu und betrachtet dann zunächst Isarun und dann Chella. Im dreifach geheiligten Namen des Herrn Boron und seiner 11 Geschwister, im zweifach geheiligten Namen seiner Alvaranjare, im geheiligten Namen der Weisen, Milden und Märtyrer. Die Unergründliche hat euch zu mir geführt. Ihr sagt, dass ihr Kaiserblut gefunden habt. Lebendig? Lebendig, Erhabener. Schlaf und Vergessen liegt über ihr, wurde mir berichtet, meinem Schwingenführer. Das ist richtig. Wir sind gekommen, um den Schleier zu lüften. Ich brauche etwas Zeit. Etwas Zeit mit ihr, um in den Träumen mit ihr zu sprechen und die Blockade zu lösen. Es wird gelingen. Vertraut mir. Natürlich, Erhabener. Dann Ich sehe eure Zweifel. Doch ich bin kein Mann der Politik. Ein Mann, dem Götter wichtig sind. Mission, das hehre Ziel ist, den schwarzen Drachen aufzuhalten. Habt keine Angst. Auch wenn Alara lange in Punin weilte, hat sie doch nichts mit mir zu tun. Diese Ängste kann ich euch jetzt schon nehmen. Hab Dank, Erhabener. Meine Liebe wird mir folgen. Damit reicht der Chella seine Hand und wird dann... Viel Glück. Verzeiht mir, Frau Oberst.
Gernot von Mersing überlegt kurz, wie der richtige Titel ist, aber wenn er dann an seinem Kragen die Litzen oder sowas fertig gedeutet hat, nickt er noch einmal zu. Kann nicht einfach jeden zum Raben von Puni lassen. Das versteht ihr hoffentlich. Selbstverständlich. Das verlangt auch niemand von euch. Ihr habt ein gutes Werk getan. Ich habe lediglich den Raben einbestellt. Wenn ich eure Reise richtig vermag, dann habt ihr ein wichtiges Werk getan. Wir alle tun unser Bestes, um im Namen unserer Götter zu handeln. Nachrichten aus der Mark. Die haben wir wohl. Mögt ihr uns zu einer Karte führen, dann erläutern wir euch die Situation. Selbstverständlich. Gehört der Graumagus draußen vor den Toren ebenso zu euch? Das ist richtig. Nickt. Kommt mit. Damit führt er euch zu einem anderen Raum, der ebenso sehr karg ist, aber der mit weiteren Karten von Aventurien bestückt ist. Und Abelmir, du kannst merken, wie zwei Golgariten auf dich zutreten. Ja, ich hebe den Kopf. Seid eingeladen, uns zu folgen. Gerne. Ich verneige mich noch tief vor dem Bohren, Schrein und folge dann den Golgariten, wo immer sie mich hinführen. Du bist in einen Raum gebracht, in dem du erkennen kannst, wie wohl deine Gefährten dort stehen. Boltax, Isarun, Kiara, Srafim stehen dort gemeinsam mit einem anderen Golgariten-Schinkführer und verharren vor einer Karte. Ich würde mir zu ihnen begeben. Schweigend. Mhm. Ja, ich beginne dann damit, unseren Weg zu erklären und was wir auf dem Weg an relevanten Schrecklissen, Bedrohungen und eventuellen Untotenhorden gesehen haben. Mhm. Dann eben die Wälder zu zeigen, wo wir die Spuren von Untoten gesehen haben, wo wir wichtige Nekromanten vermuten oder sicher wissen. Du kannst ihm das berichten, was ihr in Erfahrung gebracht habt, und er wird sich selbst offenbaren als einer von Mersing, dem älteren Haus. Ist er nicht nur Schwingenführer aus Punin, sondern auch Markgraf, Gernot Eyewulf Lahiris von Mersing, dem älteren Haus, und dementsprechend der Großmeisterin Borondria unterstellt, als Golgarit reisend, sitzt er normalerweise direkt am Todeswall. Einfach nur nicken, zur Kenntnis nehmen, Markierungen auf der Karte machen, Dinge einkreisen, durchstreichen und sich dann ganz am Ende bedanken. Dank nicht uns, dank den Göttern, dass wir diese Informationen herausbringen konnten. Habt ihr Neuigkeiten? Indian weilt weiter in Punin. Leider. Seine Großmutter Alara sitzt in Garad. Aber dies solltet ihr schon wissen. Richtig. Wie ist die Situation in Romilis? Habt ihr Nachricht erhalten inzwischen? Hat sich dort etwas im letzten Mond geändert? Laut unseren Informationen, die Reiter, diejenigen, die vorgedrungen sind, Ericum wurde nicht von Xeran überfallen. Derweil soll dort wohl Krieg toben. Hat er also sein Wort wahrgemacht. Afax ist mit Pferden aus Aranien und Oren über Maraskan das schwarztobische Reich vorgedrungen. Anstatt sich mit ihnen zu verbünden, ist er über sie gefallen. Sitzen wohl weiter noch im Norden von Romilis. Eine wahrliche Belagerung gibt es nicht, aber sie sitzen in Schlagreich weiter. Einer von Schattengrund sitzt zurzeit in Romilis. Ist geschafft, unterstützt dort die Verteidigung. Hervorragend. Wir trafen wenige Rondrianer auf unseren Reisen. Viele sind tot. Ich habe wohl gehört, dass einer von ihnen, Herrmeister der Rondra Kirche, gefallen ist. Sein Platz wurde wohl ersetzt
Vondrasil Löwenbrand wurde von Donnerfaust vom Greifenfels. Greifenfels ersetzt. Hm. Die Witwe des Vondrasil soll wohl Kinder bekommen haben. Zwillinge. Sie sind alle wohlauf? Unseres Wissens ja. Zar sei gepriesen. Wir haben viele Flüchtlinge, die aus Dapatien nicht nur zu uns gekommen sind, sondern auch in die anderen Länder zum großen Fluss. Das Reich versucht sich zu sammeln. Arad wird vor allem durch die Hand von Helden wieder aufgebaut. Der Schmied soll wohl dort wahre Leistung vollbringen, ebenso wie Rudolf von Wertling. Beides ausgesprochen tüchtige Männer, sehr göttergefällig. Also gut. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, zögert nicht, uns zu befragen. Ansonsten denke ich, werden wir uns zurückziehen und abwarten, was weiter mit Cella geschieht. Wenn ihr eine Bleibe braucht, Boron Tempel mag euch Schlaf schenken. Bevorzugt ihr die Villen außerhalb des Platzes. Sei auch dies von der Boronkirche bezahlt. Ich schaue mich mal um bei meinen Gefährten. Bei dem Wort Willen nickt Abel mir. Eine Frage, weiß ich, dass auch der Alan Fana Ritus hier Vertreter hat? Oder weiß ich davon nichts? Also in Punin sicherlich nicht, nee. Punin, also alles, was irgendwie nördlich von Mengbilla, das ist eigentlich alles Puniner Ritus. Okay. Ja, dann nehme ich das an. Nun, so eine Villa wäre schon nicht schlecht, weil wir da auch mal ausgelassen feiern könnten. Das wäre ja hier im Tempel nicht so optimal. Wir sollten in jedem Fall zusammenbleiben. Das halte ich auch für die richtige Variante. Dann mögen wir wohl eine der Villen beziehen. Gernot von Mersing nickt und entlässt euch. Sobald wir den Tempel verlassen haben, schaue ich dir dann mal an. Wenn wir dann gegen dieses, was auch immer da auf uns wartet, wo wir diese neuen Schwerter brauchen, kann ich da auf euch zählen? Natürlich. Natürlich. Wir müssen Blutcarrier heilen. Gut. Sicher. Nur, dass ich weiß, mit wem ich rechnen kann. Ich wollte, weiß nicht, existiert hier ein Chortempel? Weiß das jemand? Aber ihr müsst das wissen. Der hat doch hier studiert, oder? Ich von keinem Chortempel gehört. Es muss eigentlich nicht heißen, dass es keinen gibt. Vielleicht erkundigt ihr euch im örtlichen Rondra-Tempel danach. Ja. Oder bei einem Schmied, der Waffen herstellt. Ich würde nochmal schauen, ob man hier vielleicht ein paar Männer auftreiben kann, die sich uns dann anschließen. Bei 9 Schwerter sind wir nun mal wahrlich nicht. Während ihr gerade die Treppen nach unten geht, am Platz des Schweigens vorbei, könnt ihr wohl wieder sehen, wie die 10 Maraskaner laut rufend Boron preisen und in den Tempel reingehen. Ach, Maraskaner. Was für ein nerviges Völkchen. Bruder, Schwester, Fremdici, Garethias, überall. Wenn ich das den Bruderschwestern zu Hause erkläre. Boron! Du hörst, wie sie ganz laut im Boron-Tempel rufen. Und anfangen zu beten. Oh, naja, andere Länder, andere Sitten. Das ist ja furchtbar. Dass dieses Volk nicht ausgestorben ist, ist mir ein Rätsel. Ja, wenn ja, die Treppen weiter runtergestiegen sind, ihr könnt noch ein letztes Mal den Kopf umdrehen, könnt ihr gerade sehen, wie Golgariten auf die 10 Maraskaner zugehen und dann könnt ihr sie nicht mehr sehen, weil sie in der Schwärze des Boron-Tempels verschwunden sind. Gehen wir zu der Villa, schauen, wo das ist und ich denke mal, ich werde dann in den Tempel zurückkehren. Ich habe einiges an Gebeten nachzuholen. Vielleicht hilft die Anwesenheit von Boron ja irgendwie mit dem Schatten und so. Klingt nach einem vernünftigen Vorschlag. Ich würde auch gleich nochmal aufbrechen. Außerdem möchte ich, dass mindestens einer von uns da ist, sollte Cella vorzeitig herauskommen. Ich muss mich wohl bei der Akademie einfinden. Schauen wir mal. Ach ja, ich begleite euch. Bei der Akademie sieht man ja auch nicht alle Tage.
Ja, ich weiß nicht, ob das ein Vergnügen wird, aber ihr könnt mich gern begleiten. Bedürft ihr meiner Unterstützung, Abelmir? Sicherlich. Moralische Unterstützung ist immer gut. Sagt einfach Bescheid. Ein Flammen- und Feuerchen auf ein Kinderheim. Oh, Abelmir. Oh, Abelmir.